Flippen, warum eigentlich? Ich habe da noch gar nichts geleistet. Seid ihr schon so zu, dass ihr schon so reagieren müsst? Denn es ist ja noch keiner auf der Bühne, aber gleich ist einer auf der Showbühne. Sie kennen ihn alle. Sie kennen den alten Bandleader, hat zig Jahre lang das Orchester gehabt. Und jetzt ist er eigentlich der Solist, auf dem er war immer der Spieler auf dem Saxophon. Max Greger und Flamingo. Was sagst du? Karl, grüß dich. Grüß dich, Max. Gut schaust aus, gut schaust aus. Warst du krank? Entschuldige. Max, als Bayer kommst du in die heimliche, also aus der heimlichen Hauptstadt München kommst, wagst du es nach Bonn zu kommen? Was hast du dir eigentlich dabei gedacht, meine Einladung anzunehmen? Ja, du hast mich ja schon früher eingeladen. Ich habe ja vor 5 Jahren anrufen lassen. Damals brauchte ich selbst noch nicht anrufen. Da hat meine Frau kategorisch abgesagt, ohne mich zu fragen. Warum Sie eigentlich? War auf dem Glauben, ich wäre dir nicht gewachsen. Ja, da mag sie wohl auch recht haben, deine Frau. Sie hat gemeint, zu der damaligen Zeit, da warst du nur sehr scharf. Ich kenne sie ja sehr gut und ob sie ich, hat recht. Ja. Ja, ob sie ich weiß es ja auch. Alle sagen das. Ja? Ja. Das war ja deine damalige Frau, nicht? Oh, erster Lacher, den du gekriegt hast. Ja. Merkst. Max, ich habe gerade gesagt, Orchesterbandleader, wenn diese Kanne musste jetzt den ganzen Abend auf dem Tisch liegen, kannst du die nicht auf die Knie legen? Ich kann die auf die Knie legen, wenn es dich geniert. Ja, auf den Stuhl. Was denken die Leute noch, du bläst dir noch den ganzen Abend, machst dir, also bläst den Saal leer hier im Hotel Maritim, ja, damit die nicht Angst kriegen, verstehst du, dass du noch ein zweites Stück spielst oder so. Ja. Ja. Du musst ja auch mal an die Psyche unserer Zuschauer denken. Naja, ja. Das irgendwann werde ich schon noch mal reinblasen in die Kanne. Ja. Sagt ihr Kanne dazu? Wir sagen ja, so ein Saxophon, ein Zentner, oder Saxophon heißt es eigentlich, nicht? Ja, ja. Wie kommt denn, du bist doch auch alter Jatzer. Diese Musikersprache, das ist meine Kanne, meine Gitarre, das ist mein Brett. Oder ja, so hört man richtig, so. Richtig, ja. Also man sagt nicht, das ist mein Saxophon, meine Kanne oder... Sagt man nicht. Na ja. Kann ich da mal die Frage stellen, kann ich mal, wie lange du überhaupt schon Musik machst? Naja, ich mache jetzt, sagen wir mal so, seit meinem 14. Lebensjahr. Ich habe mit Akkordeon angefangen. Schweineorgel heißt das, Schweineorgel. Ja, richtig. Ist nicht mehr in, dieses Instrument. Na, es ist du aber hast schön. Mal eine Band gehabt, die hieß das Enzian-Quintett. Enzian-Sextett. Ja. Enzian-Sextett. Ja. War da damals schon Marc oder Maria Helwig dabei? Naja. Du, es war so eine... Enzian ist doch ein Schnaps, nicht? War immer besoffen, oder? Ja, wir haben da nur den Titel genommen, aber ich habe da abends in schwarzen Clubs, also bei farbigen GIs, habe ich Jazz gespielt. Und tagsüber am Bayerischen Rundfunk hat es geheißen, komm, mach doch ein bisschen kommerziell. Und dann haben wir uns Enzian Sextett nebenbei genannt. Erzherzog Johannes Jodler und solche Sachen? Haben wir auch gespielt. Und dann hast du eigentlich so... von Glenn Miller, so sagen wir mal, die Blechmusik so ein bisschen wieder, als Glenn Miller nicht mehr so viel spielen konnte bei uns. Ich habe mich so durchgemillert, das ist gut angekommen, aber natürlich auch Jazz, Swing, alles.
Die Vielseitigkeit war eigentlich immer meine Stärke. Was ist denn so kommerzielle Musik? Ich habe gelesen, dass du ungefähr 300 Titel eingespielt hast. Oder wie viel? Schallplatten, 30 Karl, Singles gemacht ohne B-Seite. Ich habe jetzt gerade im Moment, was heißt im Moment, ich habe jetzt gerade vor ein paar Wochen meine 135. LP aufgenommen. Aufgenommen, aber nicht veröffentlicht. Nicht, ja. Herrlich. Naja, das ist, allerdings, ich mache das ja 40 Jahre. Gell? 40 Jahre. Ja. Dein Sohn, der ja nun auch Max heißt und eine gewisse Ähnlichkeit hat, bayerischer Querschädel, wirst du öfter mit dem verwechselt oder sagt, das fand ich ja toll, wie du die Margot Werner wieder auf dem Saxophon verglitten hast oder so? Nein, das sagt niemand. Ja. Du, er wollte nicht unbedingt so eine Big Band haben, weil es ist... Big Band ist auch Schweinekapelle, Big Band, sag mal. Es ist Schweinebande, die Big Band. Es oder ist, habe ich da was Falsches gesagt? Nein, es ist schon... Widersprich mir, wenn ich dir was Falsches sage. Es ist eine Big Band, ist schon mal mehr Problem. Es sind ja auch mehr als nur ein paar. Und ja, die ganzen, wo soll man die ganzen Groupies herkriegen bei so vielen Musikern? Ne? 16, 17 Mann, weißt du, das ist so... Das sind 32 Groupies. Da musst du Psychologe sein, ja. Manager, Reiseleiter. Und das wollte mein Sohn nicht. Der sagt, das ist mir zu viel und der Ärger. Da musst du auch autoritär sein. Und das, die heutige Zeit ist anders. Das ist wie ein Fußballtrainer. Ja, da musst du auch, also... Übrigens, ich habe da eine schöne Sache mitgebracht. Eine Überraschung für dich. Ich habe es am Ü-Wagen schon abgegeben. Augenblick mal. Guten Abend. Ja? Guten Abend. Guten Abend. Ah, das ist unser Flavor, meine Süße. Du reagierst gar nicht mehr darauf, wenn man so lange Musiker war. Ja. Ich habe da immer noch eine Freude dran. Wo ist er denn? Sag mir, wenn sie raus ist. Ja, dann muss ich wie so lange. Du hast mir was mitgebracht, Bastian. Naja, das ist jetzt schon lange her. Ich glaube, das ist ja, 25 Jahre wird es her sein. Ich habe mal mit dir vor 25 Jahren, musste ich Komparserie machen bei irgendeiner Sendung. Da habe ich dich engagiert und ich muss ehrlich sagen, du warst zur damaligen Zeit, warst du eigentlich ein Einschaltrisiko. Ja. Jetzt hast du ja schon... ja, ne? Da haben wir noch den schönen Bildschirm gehabt und da hast du nicht ganz... Aber es war... Schwarz-Weiß. Ja. Und damals gab es ja noch keine Videotenrekorder. Wie hast du das rüberretten können? Das war einer der ersten Rekorder. Ich habe ja schon ewig, das ist mein großes Hobby-Video. Aber das waren nur die schweren Kästen mit Einfädeln. Und dann immer, wenn ich zu meiner Frau gesagt habe, sie soll mitschneiden, dann hat sie wieder auf den falschen Knopf. Es war... Aber die damalige Frau. Das habe ich wenigstens drauf. So, bitteschön. Moment, mein Freund, da ist der Herr Gregor, bitte. Was ist los, Max? Herr Gregor, das ist der dritte Trompeter, der vorspielen soll. Jetzt haben wir keine Zeit mehr zum Vorspielen. Doch. Jetzt ist es zu spät, das Vorspiel ist vorbei. Ja, Herr Gregor, was heißt, wir haben ihn bestellt. Was kann schon passieren? Ich weiß ja gar nicht, warum ich Ihnen immer nachgeben soll. Ja, ich auch nicht. Also gut, jetzt ist er da. Haben Sie Ihre Trompete dabei? Ja, immer dabei. Passen Sie auf die Tüte auf, ich glaube, die braucht er noch. Ja. Würden Sie so nett sein, stellen Sie sich mal hierher und blasen Sie aufs Mikrofon. Ich möchte mal nur Ihren Ansatz prüfen. Spielen Sie mir eine F-Dur-Tonleiter vor. Ja, ich fange mit F an. Ja. Es ist sowas drin. Sagen Sie mal, Sie können doch überhaupt eine Trompete spielen. Nein. Ja, aber was machen Sie dann hier? Meine Konzertagentur hat mich geschickt, ich soll bei Ihnen vorspielen gegen Reisekosten und Diäten. Sie haben ihn bestellt? Ja. Und wo kommt er her? Aus Tanger. Aus Tanger? Ja. Und was kostet das? 1280 Mark. 1280 Mark für die Hin- und Rückreise? Nein, bloß für die Herreise und die Diäte. Aha. Und wer zahlt die Rückreise? Die Oper. Die Oper? Ja. Was hat die Oper denn jetzt zu tun? Das spielt er nächste Woche vor. Ich weiß Karl, ja. Da waren wir noch jung und ich war schön. Ja. Das ist ein Vorteil, wenn du so als Dressman alt wirst, hast du echt einen Vorteil. Ich war ja damals, sah ich ja schon, sehr schräg aus. Ich kann mich aber daran erinnern, dass ich damals mir eine Perücke aufsetzen musste, um noch mehr als Penner auszusehen. Ja. Oh. Das ist ja steh halt mal auf, wenn du was überreichen willst. Ja, was ist denn das, Bunny? Du bist ja nun schon 50 Jahre im Geschäft, fast.
Und dann möchte ich dir das mal überreichen, weil du hast noch keinen Preis gekriegt. Nee, ich habe noch nie einen Preis. Das ist ein Bambi. Ist das ein Bambi? Ist, schön, ist, ist das nicht toll? Ich kriege einen Bambi. Die gibt's doch gar nicht mehr, diese Bambis. Das angenehm. Hat er sich doch verdient, oder? Ja. Naja. Ja, nun, warte mal ab. Natürlich ein Gag, diesen Bambi haben wir auf dem Trödel gefunden. Ja? Das ist nicht der von Wussow, den er zurückgegeben hat, auch nicht von Tommy Gottschalk, sondern für den best erfolgreichsten Spielfilm aus dem Jahre 1953 am Brunnen vor dem Tore. So sah die Dinger damals aus. Schöner Junge. Schöner Bambi. Aber der schaut schön aus. Er gehört mir. Habe ich auf dem Rummel, auf dem Flohmarkt. Mhm. Warst du schon mal auf dem Flohmarkt? Ja, ab und zu. Deine alten aber Instrumente kannst du doch da prima loswerden. Ja, das, nein, nein, die behalte ich. Nach so Auflösung eines Orchesters hat man doch viel Krempel rumstehen, nicht? Das ist richtig, ja. Hat dich das damals getroffen, als das Orchester so irgendwie, ihr habt beim ZDF doch so langwierige Verträge gehabt und dann irgendwann geht das auf einmal zu Ende, ne? Weißt du, einen festen Vertrag habe ich ja nicht gehabt und nach 15 Jahren, aber Karl, es ist halt so, ich sag's immer, das ist zwar hart ausgedrückt, man engagiert sich ja auch nicht eine Nackttänzerin auf 30 Jahre in einer Bar, das macht man auch nicht. Nee. Irgendwann kommen dann die Kollegen und ich selber natürlich in das Alter, wo man sagt, oh, dann sitzt man so grauhaarig rum, also es war schon, es war eine schöne Zeit und es war eine erfolgreiche Zeit, aber musste ja irgendwann zu Ende sein. Lass bei dem Nachwuchs, bloß ist jetzt keiner gekommen. Ja, außer hier, du hast ja damals mein Talent nicht erkannt als Trompetenspieler, ne? Hast du selbst noch die Trompete geblasen, du konntest keine guten Leute neben dir haben, ne? Ja. Aber sie sind alle gut untergekommen in anderen Bands und bin ich froh drüber. Prost erstmal, was ist das denn mit der Wassernummer hier? Nix naja, Speyer? Naja, komm, Bier? Ja, ich trinke sonst eigentlich schon auch Bier. Und? Komm, lass mich von dir probieren. Ja, Prost. Ja. Bringt mir mal ein frisches Bier, bitte, ja? Wenn mir der Lippenstift von Max Greger dran ist, da gehe ich nicht mehr ran. So ein schönes Bier, so dünn wie das Bayerische, ja. Ne? Ja, du musst, ich trinke das erstmal auf. Gefährlich. Zwei Bier, eins für Herrn Greger und eins für mich. Du weißt ja gar nicht mehr, wie gut das Bier, tu mal das Zeug weg. Ja, ich tu mal ein bisschen. Das ist erstmal auch keine Werbung für die Leber, ja? Ja. Überhaupt nicht. Max, ich wollte noch ein bisschen wissen, du hast 100 und wie viele LPs gemacht, hast du gerade gesagt? 135. 135 LPs. Ja. Auch viel so Musik zu, für Sport, so Körper. Auch, ja, auch so, das Kraft war eine große, war so, nein, nein, es war so eine große Welle, trimm dich, also ja, für den Körper was tun, der rastet, der rostet. Ist gut angekommen, hätte ich mit einer, ich habe ja 8 Platten habe ich aufgenommen, so mit der Ärztekammer in Zusammenarbeit mit denen, weil es wäre ja schlecht, wenn jetzt... In der Kammer habt ihr die aufgenommen? Nein, 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 sondern ich habe mich beraten lassen, damit ja nicht was passiert. Sind aber herrliche Gymnastiksachen, bloß heute ist es ausgefloppt, heute ist es nicht mehr so drin, ist Aerobik gekommen. Aber mit Musik ging das gut und ich hätte mit einer fast eine goldene Schallplatte bekommen. Das ist so, bei 240.000 ist stecken geblieben. Ist hängen geblieben. Das und ich hätte die letzten 10.000 hätte ich selber kaufen sollen. Ich hätte schon losgebracht. Dann hättest du die goldene gekriegt. Ja, ja. Naja, ich habe 3 goldene bekommen, die genügen mir. Wo hängen die eigentlich? So viel Klos hast du doch gar nicht. Na, das, so viel ist das nicht und so wichtig ist das nicht. Aber so eine goldene, die hängt dann irgendwo so rum, so eine ja, goldene, nicht? Ja, im Keller. Im Keller. Ja. Kellerbar hast du Pass. Sicher. Hast du so eine Kellerbar mit so einer also kleinen 5-Liter-Zapfanlage? Ja, das wäre ja schön. Ja. Wo wohnst du in der Nähe von München? Ich wohne in Grünwald. Ja. Grünwald, da wohnen ja viele alte Schauspieler, zum Beispiel Heinz. Heinz Rühmann wohnt da auch, nicht? Hat gewohnt. Hat gewohnt. Ja. Und Fuchsberger, diese ganzen alten Richtig. Schauspieler, die ja, out sind, die wohnen ja, da. Ja. Ja. Ist das mehr so eine, ist das so ein soziales Heim geworden? Haben sie im Grunde die alle da wohnen lassen und das ist einfach nur umbenannt worden oder so, ja? Ja, also... Es wohnen schon sehr viele Alte, ja. Das ja. Ist, du hast recht, du hast recht. Naja, nun gehen die ja kaum noch raus und dann sieht man sich auch nicht mehr so. Ja, ja, Karl, heute bist du wieder ich gut. Ich finde das toll, dass du überhaupt da noch rausgekommen bist oder so. Ja. Endlich, ja. Dankeschön. Das schaut schon besser aus, da. Prost, Max. Danke. Jetzt haben wir jetzt ja, eine Frau. Die nimmt das Wasser wieder mit. Danke. Ja, danke schön. Die Prost. Sieht auch so ein bisschen aus wie ein Bunny, nicht? Dieses Bunny sieht doch eigentlich aus, wenn man sagen kann, wie so ein Nuttenfifi, so ein Yorkshire, der so in die Tür gekommen ist, ja? Der also, wo die Tür so zugeklappt ist. Also hier.
Schön. Aber ist doch schön. Habe ich mir selbst verliehen. Ist doch schön. Werde ich das den Abend öfter wieder rausholen. Nicht immer, wenn keine Pointe kommt, die Leute haben nicht zu lachen, habe ich das Ding hoch, der klatschen sie. Klatschen sie dann natürlich wieder runter. So. Ich muss jetzt den geschickten Übergang finden zu einer Dame. Wie würdest du das machen? Tja, charmant, charmant magst du das. Sie nimmt gleich hier Platz. Ah, du bist ein echter Kavalier. Dann kannst du deine Gießkanne da mal in die... Ja, das ist das Richtige. Du jetzt am Fußboden. Vielleicht tritt einer drauf und wir haben Glück. Ja. Ja. Sie macht... Lass dir mal Zeit. Ich lasse mir Zeit. Sie macht also Kurse und Kassetten und Astronomie-Kassetten. Sie macht also Marketing und sie ist wohl, ich weiß nicht, wir wollen sie selbst fragen. Ich würde dich auch bitten, dass du sie mitfragst, weil ja. Mich das also genauso wenig interessiert wie dich eigentlich. Sie kommt jetzt zu uns, sie hat sogar ein Buch geschrieben und Kassetten gemacht. Anneliese Krapp. Jetzt. Anneliese, hast du diese Ansage mitgekriegt? Zum Glück nicht. Doch, komm doch, ein bisschen näher. Ich sitze ganz prima. Soll ich auf deinen Schoß, oder? Ja. Doch jetzt noch nicht. Denken die doch die Leute wieder sonst was, oder? Ich meine, haben wir schon mal was miteinander gehabt? Du müsstest dich mehr daran erinnern als ich. Nein, ich wüsste nicht. Ich wüsste nicht. Wirklich okay. Nicht. Ich bin ja immer am Bücher schreiben. Nein, nicht. Bücher. Dabei kannst du Bücher schreiben? Ja. Wenn ich arbeite, schreibe ich Bücher. Die meisten überlegen sich den Einkaufszettel für den nächsten Tag, aber dabei so Bücher schreiben, das ist mir völlig neu. Thema aus, okay. Anneliese, Autorin, ja. Astronomie, Kassetten. Das ist ein bisschen zu hoch gegriffen, ja. Also ja. Ich mache Unterhaltungskassetten für Charakterschulung, Persönlichkeitsschulung. Und da habe ich einfach die Sternzeichenkassetten genommen, weil da verschiedene Sternzeichen, also 12 eben, weil es die gibt. Und die habe ich genommen, einfach um verschiedene Charaktere zu zeigen, aufzuzeichnen. Und so habe ich das gemacht. Kann man eigentlich an dem Menschen so am Gesicht ansehen, was für ein Sternzeichen der ist? Ich bin Wassermann. Ja, das... Sieht man das an? Ja. Ich meine, okay, der ist sympathisch, ja. Hat Grips und so weiter. Aber kann man das so auch noch merken als Frau, wenn man die Antenne dafür hat oder so? Ja, man könnte es merken, aber bei mir geht es nicht darum, das zu merken, wer was ist. Sondern mein Gebiet ist mehr, dass die Leute wissen, wer sie sind. Und das ist in der heutigen Zeit oft gar nicht so üblich. Die meisten wollen immer nur wissen, wer der andere ist. Und ich möchte erst mal wissen, wer ich selber bin. Und das ist mein Gebiet. Ja. Wer ist er denn? Max Greger. Ja, welches Sternzeichen hast du, Max? Ich bin Witter. Widder. Was hätten Sie zum Witter zu sagen? Ach ja, erstmal muss der nicht motiviert werden. Das wäre mein Gebiet. Jetzt das muss ich passen. Das habe ich immer mein Leben lang. Vom Ehrgeiz gebeutelt sind. Ja, die laufen immer 5-mal gegen die Wand, schaffen alles. Das Fernsehprogramm bestimmen Sie, die Musik bestimmt der Herr Greger. Ja, so woher ist das. Sie das? Nein, weil das du Witter bist. So. Das ist wirklich, ja. Du bist ja. Voller Ehrgeiz. Andere dürfen bei dir überhaupt nicht bestimmen. Ja? Also nicht gut. Nicht solche Pflaumen wie wir. Was bist du denn? Ich bin das Gleiche wie du. Sehen wir uns nicht sehr ähnlich? Wassermänner? Mhm. Möchtest du mit mir Ähnlichkeit haben? Nein, eigentlich nicht. Die Kassetten werden von Elmar Gunsch besprochen. Ja. Und weil der ja so eine sonore Stimme hat, so genau. Ein bisschen mit Einschmeicheln der Musik und sagst ja, du bist wieder. Oder so ähnlich. Mit der Stimme von ja, Elmar. Ja, natürlich, nicht? Ja, genau. Elmars Gunschkonzert, du bist wieder. Du bestimmst, du bist dominant und so weiter. Ja. Aber es ist doch eigentlich, muss das auch immer positiv abgehen für die Leute, die sich so ein Ding reinziehen und kaufen, denn die sollst ja schließlich. Bezahlen auch irgendwann nicht. Und ja. Ein Widder kauft sich so ein Ding ja nicht, weil er geizig ist. Muss man ihm also eins schenken. Ja, natürlich. Die Kassetten von mir sind sowieso nur zum Schenken da. Ja? Ah, ja. Also es sind Kassetten, die hast man hast du ein paar dabei?
Ich meine, wir sind sehr empfänglich. Wir sind sehr empfänglich für so kleine Gaben. Ein Witter viel mehr als ein Wassermann. Ja. Du, ich habe nichts dabei. Hast nichts dabei? Nein, ich wusste nicht, dass du auf Geschenke wild bist. Du, alles. Wir trinken das Bier hier. Wir zahlen nichts dafür. Wir wohnen hier. Die Leute schütten sich hier zu und die zahlen alle nichts dafür. Was hast du? Scotch verlängert? Das ist ich habe Champagner. Ah, Champagner. Aber in einem Glas, das ich nicht umschmeiße. Ach so. Auf euer Wohl. Gut. Anneliese Krapp ist dein Name. Ja. Krapp, K-A-R-A-P-P, du bist geboren in der Gülle-Gegend von Vechta. Völlig richtig. Ja. Völlig richtig. Du hast recht. Und jetzt sind da sogar noch immer Staus auf der Gegend, damit man die Gülle richtig riecht. Hm. Aber grundsätzlich da drüben sind dicke Schweine und oben, weiter oben, so Richtung Emden, gibt es nur Schafe. Da bin ich auch öfter da oben. Das weiß ich. Bin ich nur ein dickes Schwein oder ein Schaf? Was bin ich? Ich meinte das Letztere. Ach so. Warst du schon mal im Norden, Max? Nein, freilich, entschuldige. Wo denn? Was kennst du denn noch außer der Norden? Das nördlichste für euch ist doch Würzburg. Bist du schon mal nach Bremen? Weißt du, wo Bremen überhaupt orthografisch liegt? Ja, entschuldige. Kassel ist doch die Weißwurstgrenze schon, ja. Naja, es wäre schon schön, wenn wir eine Mautgrenze hätten bei uns in Bayern. Das was für eine? Schön. Naja, Maut. Sagen wir es. Das ist eine Mauer? Ja. Nein. Maut. Was ist dass Maut? Jeder, der. Ja, ach so, ja, das ja, da. Ja, die Mauer hätte man ja. Aber sonst noch einmal, Frau Graub, was heißt motiviert dich? Ja. Sie haben doch ein Buch geschrieben. Ja. Und was ganz, kann man da jetzt. Ganz einfach. Wie kann ich mich jetzt motivieren? Ja, ich weiß was ich nicht. Ja ein Leben lang vielleicht selbst gemacht habe, aber vielleicht ist manche machen neue selber, Erkenntnisse, manche vielleicht gibt es neue Aspekte. Manche können sich selber motivieren, okay. Und ich habe das Buch eigentlich auch geschrieben. Ist das auch schön geputzt? Im Max Greger Verlag erschienen. Ja, schön wär's. Das ist ein schönes Handbuch, ist auch nicht so dick. Das passt sogar in eine Brieftasche. Ja. Passt auch gut in den Bücherschrank rein, ja. Zu den Sammeltassen, ja? Ja. Das ist doch ein schönes die Muster, ja. Sammeltassen ist gut. Dafür kann man auch gerne eine Sammeltasse kaputt schlagen für dieses Buch. Na, wir erzählen es ganz kurz schnell. Motivier dich. Ja. Lesen Sie es passiert? Doch, Herr Greger. So, ich glaube, das ist wir haben nicht die Zeit, dass der jetzt diese 30 Seiten durchliest. Schenkst du ihm das jetzt nicht? Das hast du doch, mir ja nur vorhin es schon geschenkt. Okay. Ja, nur, aber unsere Zuschauer würde mal ein paar Sätzen interessieren, wie man sich selbst motiviert, wenn man meint, man hätte nicht die Power, man hat hängende Schultern, man ist erfolglos. Man ist irgendwie abhängig, man hat Angst, nach Hause zu gehen, weil man wieder eine Pflaume ist und nichts geleistet hat und so. Und nun kauft man sich dieses Buch, wenn man noch die Kohle hat. Ja. Bevor man dann sich für 2,5 Liter am Bahnhof kauft, kauft man sich dieses Buch. Ja. Und nun liest man in dem Buch und kommt nach Hause und schlägt erstmal die Tür ein. Ist man, das so? Man sollte sich beides kaufen. Man sollte sich die 2,5 Liter kaufen und dann auch noch dieses Buch. Das wäre doch gut, ja? Okay, was ist wichtiger? Na, es ist so. Wenn ich 2,5 gesoffen habe, kann ich nicht mehr lesen. Bekanntes amerikanischen Journalisten, auch Wassermann hier heute bei Dallas. Da kommt er gleich raus, unser Wassermann. Tom Franklin, du bist gut. Du hast das, was Wassermänner haben. Du hast ein Gesicht, das sieht man einmal und vergisst es sofort wieder. Ja. Ja. Das ist sehr gut, ja. Man sagt mir eine Ähnlichkeit mit Paul Kuhn nach, also es ist... Muss noch ein bisschen saufen. Ich weiß noch nicht. Das ist mir sogar mal in Berlin passiert, da bin ich in ein Taxi gestiegen. Da sagte der Fahrer, ich weiß, wo Sie hinwollen und fuhr in genau die falsche Richtung. Und dann hat er sich umgedreht und habe ich gesagt, wo fahren Sie denn hin? Augsburger Straße. Ja. Aber es hat sich dann aufgeklärt. Hat sich aufgeklärt, nachdem du gesagt hast, ich bin Paul Kuhn. Nein, ich habe gesagt, ich bin nicht Paul Kuhn, so, ich will ja, zum klar. Flughafen. Ah ja, denn Paul Kuhn fährt immer Eisenbahn, hat Angst vorm Fliegen. Ja? Nee, das behaupte ich jetzt einfach also, mal. Ja, ja. Muss ich jetzt mal vorstellen, Don Franklin, Jordan, wie der Jordan. Ja, wenn Sie wollen. Seit, wenn du willst. Er ist in New York,
geboren, aufgewachsen die ersten 10 Jahre in New York und dann eigentlich fast ununterbrochen. Nein, nicht ganz. Dann 3 Jahre in Deutschland und dann... Erstmal kurz Deutsch gelernt, als 10-Jähriger. Ja, es war sehr schwierig, denn in Amerika lernt man ja keine Grammatik in der Schule, nicht? Ich werde nie vergessen, ich bin hier in Bonn dann zur Schule gegangen, 3 Jahre. Hier in Bad Godesberg. In Bad Godesberg? Ja. Und, die nehmen auch alle da, ne? Ja. Und dann kam ich mal nach Hause... Zu Hause hast du auch ein Zuhause gehabt. Ja, natürlich, ja klar. Ja. Sonst wäre ich ja nicht hier gewesen. Glaube mir, 1952 war das kein Zuckerschlecken hier, nicht? Ich weiß noch, für einen Amerikaner war das... Für die Amerikaner war es doch erschreckend. Wir haben Schokolade verteilt. Ja, natürlich, ja. Aber nicht, wir haben an Amerikaner. Wir haben von den Amis diese Milchsuppe mit Rosinen essen müssen. Ja. Aber, kannst du dich noch daran erinnern? Die Verpflegung? Das haben, Gott sei Dank, erinnerst du dich dran? Die meisten Deutschen haben es vergessen, leider. Nein, aber, die Rosinensuppe und diesen gelben Käse vergesse ich nie. Aber ich wollte erzählen, da war ich 2 Monate lang im Nikolaus-Cusanus-Gymnasium hier in Bonn, wo die sich spezialisiert hatten auf so Kulturbanausen, die aus dem Ausland kamen, wie meine Wenigkeit, und die keine Grammatik verstanden. Mhm. Und dann kam ich nach Hause nach 2 Monaten und meine Mutter fragte mich, was habt ihr denn heute in Deutsch für Ausländer gemacht? Und da habe ich gesagt, wir haben ein Gedicht gelernt. Sie sagte, nach 2 Monaten schon ein Gedicht gelernt? Mhm. Und da hat sie gesagt, sag's doch auf. Dann habe ich nach meinem amerikanischen Verständnis, und dabei blieb es auch, das Gedicht aufgesagt. Ich bin, du bist, er, sie, es ist. Don Franklin, du bist hier in Bonn akkreditiert. Ja. Bist du dagegen geimpft? Oder? Ja. Was ist das? Was heißt akkreditiert? Du darfst überall rein. Ungefähr. Ja. Dann kriegt man Ausweise und man ist... Du hast quasi das, was die Regierung von dem die nötige Gefälligkeit, dass der Journalist so funktioniert, dass er auch ins Bundeshaus kommt. Nein, Gefälligkeit nicht, aber dass man kann. Hofbericht erstatten. Nein, um Gottes Willen. Nein, das nicht das, um Gottes Willen, um Kohls Willen. Ja, nein. Weder um Kohls, noch um Lafontaines, noch um Vogels, noch wie sie alle heißen würden. Ja. Das ist eine Sache, die amerikanische Journalisten weniger tun als europäische. Das liegt ja im politischen System. Die europäischen sieht man gar nicht, da sieht man nur die Turnschuhe, weil die denen so in den Arsch gekrochen sind. Ja. Das würde ich nicht sagen. Es gibt... Jetzt muss ich doch den deutschen Kollegen, den europäischen Kollegen... Welchen wissen. Deutschen Kollegen? Den einen, der noch frei rumläuft? Ja, ein paar. Vielen Dank. Bitte, danke. Das muss ein sehr guter Wein sein. Ja, sehr gut, den haben wir doch genossen, genau, nicht? Also, genossen. Genossen. Genossen trinken ja auch gerne gute Getränke. Sehr gut, ja, besonders die Salongenossen, ja. Die kenne ich ja zu Genüge. Ja. Wenn man jetzt so als Ausländer eigentlich mehr in Deutschland ist als in Amerika, dann bist du noch amerikanischer Staatsbürger, also da war mehr Zeit deines Lebens in Deutschland verbracht, dann muss man doch irgendwann dieses Land auch mal mögen. Ja, das tue ich auch. Es sind sehr viele Sachen, die ich hier mag, und sehr viele Sachen, die ich nach mehr als 20 Jahren mich noch immer nicht habe gewöhnen können. Was zum Beispiel? Zum Beispiel Ladenschlussgesetz und solche Sachen, die wirklich ich muss sagen, wenn ein deutscher Politiker spricht über freie Marktwirtschaft, dann kommt es mir schon hoch. Wenn ich dann, nachdem er gesprochen hat, rausgehe und versuche Milch für mein Kind oder was zu kaufen, ist es 29 Minuten nach 6 und kriege keins mehr, nicht? Ja. Also das ist keine freie Marktwirtschaft, das ist ein Widerspruch in sich. Und das ist... Warte mal, ich muss einmal einschauen. Ja. Du hast das gut drauf, immer Sätze zu setzen, wo die Leute so klatschen, als wenn ich immer mein... Ich freue mich. Ich freue mich, dass die Menschen klatschen, denn nur sie können was dagegen tun. Ach, die nicht? Auch nicht. Das sind alles Dummwähler. Na ja. Sei der eine nicht, okay. Ja. Nein, ich meine nur, lernt man nicht doch so ein bisschen schon so die Rhetorik eines Politikers, wenn ich dich so reden höre jetzt so? Ja, immer so auf den Punkt und dann muss man klatschen, ist so ein Zwang. Nein. Max Krieger, der kein Wort versteht, klatscht. Er gehört ja zum Establishment, nicht? Also er klatscht nicht so schnell bei solchen Sachen, glaube ich. Ne? Also nein.
Ich glaube nicht, ein Journalist darf nicht zum Establishment gehören, dann hat er seine Berufung und seine eigentliche Wert, sein eigentliches Wert verfehlt. Man muss immer, je älter ich werde, umso anarchistischer werde ich, und das finde ich, sollte jeder Journalist werden. Journalist? Je mehr man weiß, umso mehr sollte man ungläubig werden. Nicht? Ungläubig? Ja, ja, ungläubig. Katholisch? Ja. Nein, politisch, so. Politisch ungläubig. Ah, ja. Und sehr skeptisch und sehr kritisch. Ja. Ja. Wenn man älter wird, wird man ja sowieso komplizierter. Ist das auch nicht manchmal bei dir so etwas, Anneliese, schon? Ja. Wenn man also so in die Jahre kommt, Max zum Beispiel, dann vertraut man nicht mehr so jedem. Man ist nicht mehr so dumm, wenn einer zu dir sagt, komm, ich nehme dich, und man glaubt das einfach so. Ja? Ja. Ich weiß nicht, ob du das jetzt verstanden hast. Nein, nicht ganz. Ich habe nie so viele Ausländer in einer Runde gehabt. Ja. Ausländer, Bayer, Amerikaner. Ja. Fast Ostfriesen, nur Ausländer hier. Ja. Aus dem Weltall, nicht? Wo wohnst du denn jetzt, Anneliese? Ich wohne in München. Ah ja, alles wie Mafia. Ich muss auch die Mautgebühr zahlen. Maut. Was heißt Mautgebühr? Ihr habt früher, gab es doch noch so an der Grenze, zu Zeiten von König Ludwig II., die Zeiten, die ihr ja alle, denen ihr ja nachtrauert, ihr wollt ja wieder eigentlich ein Königreich werden, nicht? Ja, Monarch. Ja, es wäre, mein Gott, verschiedene möchten das, aber das ist ja Blödsinn, das geht ja nicht. Aber die Mautgebühren, wenn man überall zahlen muss, Österreich, Italien, Schweiz, oder zahlt man in Österreich? Freilich auch. Da wäre es doch nicht schlecht, wenn du jetzt in Würzburg reinkommst, sollst du ein bisschen zahlen, wenn du durch unser schönes Land fährst. Ja. Und das Wichtigste, dass du wieder heimfährst, das ist das Wichtigste bei uns. Und wieder rauskommen. Ich bin letztens mit dem Auto nach Paris gefahren, da musste ich für die hässliche Autobahn sogar Geld bezahlen, damit ich die angucken kann. Nein, hässlich sind sie nicht. Hässlich sind sie nicht. Sie sind sogar zum Teil breiter und befahrbarer als die in Deutschland. Wenn ich, Belgien bin, dann atme ich immer auf, dann sitzt mir keiner mehr hinten drauf, nicht mit dieser Vernichtungsstrahl, Scheinwerfer und sowas. Also verrückt fahren sie, aber sie fahren irgendwie doch mit einem siebten oder achten Sinn, die man auf deutschen Autobahnen leider vermisst, muss ich ehrlich sagen. Ja. Die Frauenbewegung in Amerika, können die Frauen sich erlauben, Bücher zu schreiben, wie zum Beispiel Anneliese Grab über Motiviere dich. Eine Frau, also den Männern Bücher schreiben, dass die dich motivieren. Ja. Ist das im Sinne der amerikanischen Frauenbewegung? Ja. Sind solche Bücher nicht verboten? Nein, das nicht. Die amerikanischen Frauen brauchen gar nicht motiviert zu werden. Sie haben über 70% des Vermögens schon in ihrem Namen, nicht? Und alles mögliche. Amerika ist eigentlich eine Frauengesellschaft, und die amerikanischen Männer müssten mal endlich befreit werden, nach meiner Meinung. Sehnt man sich da nicht ein bisschen nach Schweizer Verhältnissen? Schweizer Verhältnisse? Ja, wo also der eine Kanton erst im letzten Jahr durften die Frauen erst wählen. Sollte man das auch nicht in Amerika? Nein, so weit geht es nicht. Man sollte die Scheidungsgesetze vielleicht ein bisschen ändern, sodass es sich nicht so lohnt. Wo? Jetzt in Amerika? Ja, auch hier. Ich meine, hier sind sie auch. Für wen lohnt? Für den Mann? Nein, für die Frauen mittlerweile. Es geht ja von einem Extrem ins andere, nicht? Wenn einer so blöd ist und eine Frau heiratet, muss er damit rechnen, dass er arm wird. Ja, das war. Naja. Aber was man nicht alles in Kauf nimmt dafür, für diese 3 Minuten. Also dazu muss ich wiederum. Anneliese muss jetzt was sagen. Ich muss doch auch mal wieder was sagen. Ja, bitte, sag mal wieder was. Es ist so, wenn sich aber jeder selber erkennt, jetzt noch mal eine Minute ernst zu sein, dann kann ja gar nicht so eine Scheidungsrate immer passieren, weil jeder erkennt sich ja schon und weiß von vornherein, der ist so, und damit gibt es gar nicht so viel Eklat. Ja. Ich finde, wenn man jemanden kennenlernt, muss man jung und dumm sein. Ja. Deswegen lernt man sich keinen mehr kennen, ja? Ja. Lange gewartet. Ja, ich auch. Bis zum 36. Lebensjahr, nicht? Ah, da bin ich drüber. Bevor sie dich schon einer gewissen Randgruppe zugeordnet haben, hast du vor Angst geheiratet. Ja. So. Allein schon wegen der Erben, die das Erbe ja eines Tages weitertragen sollen. Ja, natürlich. Das viel in der deutschen Dynastie auch viel. Aber Leute, die so veranlagt sind, dass sie aus lauter Angst heiraten. Ja. Aber ernsthaft gesagt, man muss doch irgendwann im Leben doch sich fortpflanzen, nicht des Fortpflanzens willen, sondern wirklich so, dass man weiß, wofür man eigentlich schuftet. Man kann es ja nicht mitnehmen, nicht? Aber wenn das nicht so eklig ist, wenn das Ganze nun so eklig ist für manche.
Gott. Ja, das kann ich verstehen. Okay, dann da gibt es ja, dass man das also Audio, Genitale, wie heißt das, diesen, dass die Frau Genitale, wird Audio, gespritzt. Genitale. Also die Frau muss keine Berührung mit dem Mann aufnehmen. Ja, das sind diese künstliche... So, durch Samenfluch wird sie also, sagt man so, Pollen. Ja. Und sie bleibt unschuldig dabei. Ja, das kommt auch noch hinzu. Ja. Es tut ihr keiner weh und sie wird ein Kind bekommen von dir. Ja. Also, ich weiß nicht, ob das das Ideale ist, aber... Nein, das stimmt nicht. Das ist doch zumindest bis jetzt nur einmal passiert. Hygienischer, das Ganze. Ja. Aber das ist nicht das Konzept der Zukunft. Ist das nicht? Nein. Findest du nicht, dass wir alle irgendwie verrohen? Nein, meine ich nicht. Das, ich meine, dann ist auch dieser Druck weg. Ja, ist klar. Naja, okay. Ja, das ist alles, die ganze Welt bewegt sich nur unter Druck. Es geht nur um dieses eine Thema, auch beim Journalismus eigentlich, auch wenn es unter Politik getarnt wird. Unterschwellig, nicht? Unterschwellig. Es geht doch im Grunde nur hier. Also ein... Du, motiviere dich, kann doch auch eine Selbstbefriedigung im Grunde sein. Ja, natürlich. Ja. Eine Anleitung, ein Handbuch, wie mache ich es alleine? Ja. Nein. Na, ist doch so. Es geht doch nur, bei dir doch auch, Max. Aber da drin steht zu welcher Jahreszeit. Das ist ja ich bin jetzt 38 Jahre verheiratet und ich kannte meine Frau schon viele Jahre vorher. Ja, du würdest wieder sagen, verdammt in alle Ewigkeit, aber... Ich muss sagen, das ist großartig. Ich finde, dazu sind wir doch man da. Man kann sich ja auch mal unterhalten. Ja, wenn wir das tun, nicht wahr, dann bist du ja schlecht dran, dann schalten wir ja alle aus. Nicht? Also wenn wir anfangen, uns zu unterhalten. Nicht? Wir haben jetzt zum Beispiel einen Landsmann von dir eingeladen. Ja. Freust du dich nicht? Doch, ich freue mich. Denn brauche ich doch wieder die Kanne. Ah ja, er braucht jetzt die Kanne. Ja? Und zwar... Ist ein Freund von mir, war vor einem Jahr schon mal in Dallas, sogar Dallas in Dallas. Ja. So, Max, jetzt hau mal statt den Dallas-Jingle rein. Ja? Da kommt er raus. Ja, er kommt jetzt. Ja. So, ja, wir begrüßen hier auf der Showbühne Dave Dudley. Dave Dudley, die Legende, the legend. Hello, Dave, you feeling good? Here, Dal, You don't need a bunny, you are also self-maker, like... motiviere dich selbst und hol dein Bier alleine. Braucht er nicht. You understood? Yes, I did. Yes, I muss mal sagen, yes, I do. Wie findest du es hier in Deutschland? How do you like Germany? Oh, it's good. Er findet Deutschland gut. Das ist Bambi. My Bambi, ja. Bambi, ja. I have sonst nichts mehr. Don Franklin, du sollst ein bisschen translaten. Ja, mach ich gerne, He says that's all that's left of his life, you know. Oh, this is it. Huh? That's it. That's it. There's more than this. Es gibt mehr. You were now a few minutes or a few weeks in Germany, also in Germany East. Norddeutschland? Muss ich für ihn dolmetschen auf Deutsch? He said, you know, you were in East Germany for a few weeks. Oh, warst in Deutschland für ein paar Wochen, ne? You were here in Germany East. Du warst hier ein paar Wochen hier in Deutschland, auch im Osten. Ja. Danke schön. Wir sind Friends. Wir sind Freunde. Ja, wir sind Freunde. And you were here? Was ist das?
He's a very famous American journalist in Germany. He's 50 years old. Yes. Yeah. And he works 50 years in Germany. No, 22, 23, yeah. Ja. 23 Jahre. 23 Jahre. 23. He was studying in Miami. Yeah. Miami. In Miami. Miami is your wife. My name is Miami. Yeah. Miami is not Miami. No. Where do you come from, Massachusetts? No. Nashville. Tennessee is another corner from Massachusetts. Massachusetts is Kennedy land. Massachusetts is Tennessee. Doch witzig, oder? Yeah. Nicht? Das ist funny, isn't it? Yeah. Hey. Ich glaube, die beiden machen eine deutschen Verarsche hier. Ja. Nein. Nein, da brauchst du keine Hilfe. Keine Angst. What did he say? I said he doesn't need any help. He said he thinks we're putting the Germans on. I said no, you're putting the Germans on. Do you like pudding in Germany? It gives ice. Ja. Cream and pudding. Pudding. Pudding in Germany. Nee, Pudding in Deutschland ist furchtbar. Pudding on the Ritz. Hat meine Frau ein Buch geschrieben. Pudding on the Ritz. Where are we? Ja, wo sind wir, fragt er. Ja, wir sind in der Hauptstadt Bonn. What is still the capital of Bonn, or the government seat. Hier ist like Washington. Yes, like Washington. No. Haven't you noticed the similarity? No? Yes, I have. Er hat die Ähnlichkeit schon erkannt. Yeah. Washington. I've seen all the buildings. Yeah. And I haven't had a chance to visit too much. In ja, gut, yeah. Gut, was er gesagt hat. Gut, ja, komm. You are here with the German Drifters Caravan, the oldest German and American Trucker Band. Älteste deutsch-amerikanische Trucker Band, die es gibt. Er ist ja unterwegs im Moment. Jetzt muss er mich schon übersetzen. Ja, ja, das tue ich ja schon die ganze Zeit. Dave, you come in September, October back to Yes, Germany. I do. Also to the ex-DDR, yes? To former GDR. I think so. I'm not sure. I don't know. But you were a few days before. You were in Chemnitz. Yes. 5,000 people. 5,000 people on the Chemnitz. Ja, ja, er kommt aus Memphis, braucht er auch nicht. Ne? Da ist die Welt noch in Ordnung. Hm. In Memphis is the world okay. The world is okay. Nashville. We say to Nash, I have a Nash. Nash, I want to Nash a wife in Will. Yeah. I will Nash a wife. Nashville. I Nashville yeah. she. Yeah, yeah, yeah. Yeah. This is getting very complicated. Yes, of course. It's a play on words. I'm not getting everything. Don't worry, it's not about you. Is it okay if I... What's that? German? Dortmund. Dortmund heißt hier Nase. Nein, du kannst es sagen ruhig. Dortmund. Ist okay. Dortmund hier. Dortmund. 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 That's Nashville from Germany. Yeah. Nashville from Germany. Very good. Yeah. That's good beer. Du bist ja nicht umsonst gekommen. Yeah, you didn't come. You didn't come just for nothing. You know. You came for a beer. You came for a beer. I came. My favorite. Germany is my favorite. Das ist mein favorite subject in Germany. Das lockt ihn immer nach Deutschland. Yeah. Yeah. Mm-hmm. And I also come to talk about my worst experience in Germany. Und er möchte gerne über seine schlechteste Erfahrung in Deutschland sprechen. Yeah. Was liebst du denn? What do you love in Germany? What do you love in Germany? Beer. And what also? Yeah.
What also Fräulein? Fräulein, is it sure? Yeah, sure. Fräulein. Four girls, beautiful girls. Yeah. But do you not like it, Germany? Yeah. Oh, 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 oh. Yeah. Stau. Huh? Stau. 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 Oh. Yeah, yeah. Wir haben überall einen. Ja, ja. Ja. Das ist der geschickte Übergang zu seinem Titel, den er uns heute vorstellt. Ja. Und zwar singt That's Dave it. Dudley. Dave Dudley sings us jetzt his title, ja. Sein Titel, what's the title from what's the title? Im Stau. Stau, ja? Im Stau. Ja, he said und that's the elegant transition to your song. Du gehst schon mal in die Deko, wir verabschieden mit einem riesen Applaus. Ja, ja, ja. Das ist mein Lied. See you later. Okay, thank you very much.